Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin und vielen, vielen Dank für die vielen wunderbaren Bilder, die ihr uns geschickt habt. Am Ende der Sendung kommen wir darauf nochmal zurück. Und heute haben wir für euch erstens Best of Primetime, total lustige Szenen dabei. Dann erlebt ihr, wie Dodo kocht und am Ende falten wir wunderbare Kraniche. Viel Spaß! Und jetzt bringen wir euch das wunderbare Primetime-Urlaubsgefühl aus dem Theatrium sozusagen in euer Zuhause. Ich finde den Namen Claudia total schön. Ich hätte so gern immer Claudia geheißen. Aber eigentlich, wenn man das so bedenkt, so nach dem Motto, wo hast du denn deine schönen Lippenstifte immer her? Ach, ich Claudia. Also man kann ja hinter jedem Namen Bärbel. Das klingt ja, wie wenn ein Kleinkind seiner Mutter ein geriebenes Äpfelchen über die Schulter bricht. Bärbel. Ist hier eine Jutta? Ich will ja keinem zu nahe treten. Es klingt so ein bisschen wie... Ja, juckendes Ekzem bei gleichzeitigem Aufstoßen. Ich muss auch noch ein paar Männernamen loswerden. Sehr gerne. Zum Beispiel Joachim. Ja. Das ist das Geräusch, mit dem sich alte Männer morgens frei husten. Oder? Joachim. Rüdiger. Rüdiger? Rüdiger ist ja schon mal eine Steigerung, ja? Sitzen zwei Frauen am Sandkastenrand und dann sagt die eine, also ihrer ist ja so ein ganz Rüder, aber meiner ist noch viel rüdiger. Ich meinte den Herrn neben Ihnen. Ist das der Ihre? Nicht. Ah, der andere auf der anderen Seite. Ach, Sie haben Streit. Das ist... Auch nicht. Warum sitzen Sie denn so weit auseinander? Der ist doch ganz vorzeigbar. Im Mondlicht oder bei so einer Kerze oder so. Oder suchen Sie noch Anschluss? Seien Sie ehrlich. Suchen Sie noch Anschluss? Wir hätten hinten noch eine Steckdose frei. Mama hat seine Taucherbrille vergessen. Nein, echt? Aber ich kann auch ohne Taucherbrille unter Wasser aber tauchen. Aber hättest du gerne eine Taucherbrille? Caroline hat eine sich gekauft. Ich hab noch eine im Büro liegen. Kann die ist pink haben? Und die ziehe ich ganz selten. Warum kann ich die nicht haben? Aber du kriegst sie doch. Ich wollte auch mal so sitzen wie du. Jetzt weiß ich endlich, warum uns dieses Tischtuch im East-Restaurant fehlt. Wir hatten keinen passenden Rock für mich. Der Frank hat den kleinsten... Nein, den kleinsten Rock, entschuldige bitte. Für mich gibt es ein sehr, sehr schwieriges Wort. Zwei Worte. Seit 10 Jahren, ich praktiziere immer. Und ich kann das nie immer sagen. Pfützer. Lächeln Sie nicht. Das, was machen meine Gäste. Lächeln. Was ist los, Ignacio? Aufpassen, Vorsicht, Pfütze. Oh Gott. Und dann ein Stück weiter. Schöner Rosenblumenbaum. Wie heißt das? Pfirsichbaum. Pfirsich. Das ist ganz schwierig. Das ist so. Pfirsich. Mein lieber Pfirsichbaum. Du weißt ja, ich bin unter anderem auch gelernter Schauspieler. Ich habe eine Sprachausbildung und kann das richtig. Ich mache mit dir jetzt mal Sprachübungen. Was? Der Pforzheimer Pfarrer Pfaff pflückte pflichtbewusst 5-pfundige Pfirsiche vom Pfützen umgebenen Pfirsichbaum. Oh mein Gott, das ist korrekt. Nächste Woche, ich komme nicht mehr hier, nicht mehr. Nächste Woche, ich gehe in die andere Seite. Das ist ganz schwierig. Was ist das? Fuß, was? Vorzeit. Ich war nie in Deutschland, aber wenn ich komme in Deutschland, da sicher, ich komme nicht. Das ist ein Ort, das ist besuchen nicht. Wir alle vermissen das AIDA-Urlaubsgefühl genau wie ihr. Und Dodo auch. Und da hat er sich gedacht, er macht zu Hause mal so ein bisschen AIDA. Guck mal.
Mal gucken, was Dodo das nächste Mal probiert. Und jetzt kommen wir zum Falten, Origami-Falten, und zwar Kraniche. Und das Ganze mit einem ganz tollen Hintergedanken. Wie das funktioniert, das erklärt euch die Kollegin von Aida Stella. Seit dem 16.03. haben wir damit angefangen, also auch seit dem Zeitpunkt, seitdem wir keine Gäste mehr haben, Kraniche zu falten, weil sie aus der Regalkunst aus Japan kommen, die Glück, Hoffnung und Gesundheit verbreiten sollen, wenn man 1000 Stück halt zusammen hat, weil ein Kranich 1000 Jahre leben kann. Und daraufhin machen wir halt 1000 Stück, hängen sie dann alle an einen Faden auf und dann schauen wir uns noch ein schönes Plätzchen, wo wir sie da dranhängen können. Ja, der Ideenhergang ist eigentlich ganz witzig, weil ich hatte mich mit einer Kollegin getroffen, weil wir nicht zur Party gehen wollten, saßen halt dann so quasi traurig allein in der Ecke. Und dann kam eine Kollegin zu uns und meinte nicht, ob wir nicht was zusammen basteln möchten. Dann hat sie uns gezeigt, wie die Kraniche gehen, und dadurch sind wir halt auf die Idee gekommen, dass wir halt die 1000 Stück machen wollen. Weil wir in der momentanen Lage Hoffnung und Glück für Familie, Gäste, Freunde, die Crew, die an Land ist, und die Crew, die natürlich auch hier noch an Bord ist, sehr gut gebrauchen können. Wirklich wichtig ist, dass es halt quadratisch ist. Machen erstmal ein schönes halbes Dreieck. Das machen wir auf der anderen Seite genauso, weil wir die Knicke halt benötigen. Dann hat man erstmal halt ein Kreuz drin. Dann gehen wir halt hin und halbieren das Ganze normal. So einmal zur Hälfte. Das auf der anderen Seite dann auch. Dann hat man jetzt diese schönen zwei Kreuze drin. Dann geht man hin und faltet wie im ersten Schritt nochmal das Dreieck. Jetzt machen wir, so sage ich immer gerne, den wunderschönen Frosch, weil man hingeht und hier diese Ecke einfach nur noch reinknicken muss und einmal rüberlappen. Ich mache auf der anderen Seite genauso. So, jetzt hat man hier diesen Frosch. Die Öffnung zeigt dann zu einem. Das ist sehr wichtig, weil wir einen Drachen machen. Das machen wir auf beiden Seiten. Dann gehen wir da hin und knicken die Spitze runter. Dieser Knick ist später wichtig für das kleine Schiffchen oder für die Mini-Stella, wie ich es gerne nenne. Sprich, wir heben halt die Spitze vom Frosch auf, drücken die nach oben. Dann machen wir dasselbe nochmal auf der anderen Seite. So sieht es dann aus. Dann hat man hier unten zwei Füßchen, so ein kleines laufendes Männchen. Die Füße halbieren wir auch nochmal. Das werden dann nachher der Kopf und der Schwanz vom Kranich. Beiden Seiten natürlich. Jetzt ist es so schön spitz. Jetzt gehen wir hin und nehmen oben die breiten Spitzen. Die gehen runter bis zum Punkt, wo es nicht mehr geht. Das werden nachher die Flügel. Und die Beinchen knicken wir einmal schräg. Nimmt den wieder runter. Wir brauchen ja halt nur den Knick. Macht die Lasche auf. Drückt den hoch. Durch den Knick weiß man halt, wo man dann stoppt. Dann kann man sich entscheiden, ob man jetzt da den Kopf oder da den Kopf haben will. Ich nehme hier jetzt hier, weil es hier so schön bunt ist. Und das hier einmal zusammen. Das hier ist das Schwänzchen. Das ziehen wir einfach nur ein bisschen was raus. Flügel einmal runterdrücken. Ein bisschen auseinanderziehen. Dann hält der besser. Und fertig ist der Kranich. Und zum Schluss wie immer die schönsten Bilder von unseren Reisen, die wunderbarste Musik von Bord dazu und diesmal ganz besonders mit euren tollsten Bildern. Guckt mal nach, ob ihr euch findet. Und jetzt bleibt gesund und bis zur nächsten Woche. And I never thought I'd feel this way. So as far as I'm concerned, I'm glad I got the chance to say that I do believe I love you. Should ever go away, well then close your eyes and try to feel the way we do today, and then if you can remember, keep smiling, keep shining, knowing you can.
times when we're apart, well then close your eyes and know these words are coming from my heart.